bringt alles wahnsinnig wenig. Ich weiß nicht, ob es gut wäre, sich jetzt schon rauszutrauen, sagte er und rannte raus. Zwar in die Arme eines Enderman. Tolle Sache. Super Idee. Und jetzt stellst du dich am besten direkt hier vorne an die Kante und wenn dann der Enderman kommt, weil er dich, weil du ihn gesehen hast, dann schubst er dich direkt runter. Auf den Creeper. Uah. Gut. Ihr seht, hier folgt eine gute Idee der nächsten. Deswegen springe ich jetzt vom Berg. Uah. Oh, Zombie-Mann. Zombie-Mann. Schau mich nicht so böse an. Okay. Nein! Dass du es wagst! Upsa. Chironimo! Explosives Hackschnitzel. Lecker! Das sieht ein bisschen nach was aus, aber es reicht auch nur für ein bisschen. So, wie gesagt, wir brauchen demnächst mal wieder was zu essen. Spinnen wollte ich eigentlich schlachten. Nach Möglichkeit. Setzt natürlich voraus, dass man Spinnen findet. Die werden ja erfahrungsgemäß tagsüber tendenziell weniger. Laufen so viele Kühe rum, dass ich vielleicht doch eher Kühe schlachten sollte, statt Schweine. Aua. Aber ich habe halt jetzt mit Schweinen angefangen, ne? Fledermaus. Nee, Fledermaus schmeckt nicht. Schmeckt so ledrig. Also was jetzt, Schafe oder Spinnen? Irgendwas hätte ich schon mal gerne. Kannst du mir jetzt hier nicht konsequent einfach alles verweigern? Das finde ich nicht gut. Ist nicht fair von dir. Spinnen oder Schafe, eines von beidem. Ich möchte mir ein Bett bauen, denn nachts muss ich weinen. Denn da hab ich schrecklich Angst vor Creepern und vor Endermännern, die mich beißen wollen. Beißen ist nicht lustig, beißen macht man nicht. Beißen ist böse, wer beißt, der kriegt Gicht. So. Ich fühle mich von dieser Schlucht ein wenig, bedrängt. Aua. Das war jetzt eine super Idee. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich diesen Sprung in die andere Richtung machen soll. Sprich, wie ich wieder heimkommen soll. Denke ich ein andermal drüber nach. Hallo Kuh. Stimmt, ich wollte auch ein bisschen Sand mitnehmen. Aber jetzt nicht ausgerechnet hier, wo es fast keinen gibt. Und ich brauche dringend was Neues zu essen. Hier vorne hat es ein bisschen Sand. Da hinten hat es einen Riesenpilz. So, weißt du was? Hab mich lieb. Mist. Dann halt nicht, hab mich halt nicht lieb. Blöder Hund, blöder. Also wirklich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo? 8. Da hinten hat es einen Megapilz. Da hinten kommt irgendwie... Was hier so alles kommt, was es hier so alles gibt. Alles gibt's hier, alles. Ausnahmslos, alles ist hier vorhanden in dieser unglaublichen Welt. Außer Schafe natürlich. Ich habe schon ganz vergessen, wie so ein Schaf aussieht. Das war doch das mit dem langen Rüssel vorne, oder? Nein, nicht Elefant. Das Tier, was Ameisen frisst. Auch das sieht äußerst interessant aus. Und wenn ich jetzt hier weiter so rumlaufe, dann endet das genauso wie die vor
vorherige Nacht, die nämlich dann plötzlich da war. Mit einem kleinen Unterschied zum letzten Mal. Ich habe nichts mehr zu essen da. Tolle Sache. Oh, hier ist doch nur große Wiese. Große Wiese hat doch Schafe. Es gibt in dieser Welt keine Schafe. Es gibt sie einfach nicht. Ach, ist doch zum Reiern. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Ich hätte so gern ein Bett gehabt. Ich dachte mir, komm, sorg ganz schnell dafür, dass du dir ein Bett bauen kannst, damit die Nächte nicht so schrecklich langweilig sind, weil dann halt eben immer nichts passiert in diesen Nächten. Wegen der Monster. Und was machen wir jetzt stattdessen? Vollkommen blöde die ganze Zeit durch die Gegend rennen. Was natürlich so viel spannender ist. Ja. Hast du ganz toll gemacht. Wirklich. Weißt du? Da hast du nur zwei Zuschauer und die verkraulst du dir jetzt auch noch mit so einem Scheiß. Schlucht! Ich sollte aufhören, vor Schreck zu schreien. Ich übersteuere dabei. Ah, das Eisen drin. ich sterbe hier 1000 Tode. Und früher oder später garantiert noch einen richtig. Ganz genau, so sieht das nämlich aus, Frau Kuh. So, nachdem ich jetzt wieder die ganze Zeit nutzlos im Kreis gerannt bin und dabei vollkommen vergessen habe, wo ich herkomme, wo ich hingehe. Und was auch vor allem einfach mal eine interessante Frage ist bei dem Thema, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Wobei mich das momentan tatsächlich so am meisten beschäftigt. Hallo? Kuckuck. Bist du mein Berg? Das ist mein Berg. Okay, gut. Dann weiß ich ja jetzt, wo ich hingehe. Dann kann ich mich jetzt auch mit den anderen Fragen beschäftigen. Was ist nämlich zuerst gespawnt, das Huhn oder das Ei? Man möchte vom Huhn ausgehen, da es hier im Moment keine Eier gibt. Und da ist auch wieder ein Huhn gespawnt. Würde das diese Frage auf ewig beantworten? Kann man tatsächlich sagen, ja, es ist so und es ist in jedem Fall so. Das Huhn spawnt vor dem Ei. Ich meine, das würde jahrelange Überlegungen der Philosophen einfach erledigen, irgendwie. Der Schwein, das sagst du dazu. Leckerchen. Schweini! Komm her! Essenszeit! Also für mich. Wie viel haben wir denn? 12. Na, das ist doch zumindest schon mal wieder ein Stack. Ah, jetzt einiges an Schwein. Yeah! Ich bin der Metzger. I am the Butcher. Warum heißt es Butcher? Ganz einfach, weil man den Schwein eine batscht. Batsch. Batsch. Das ist jetzt unter Umständen ein Problem. Nur unter Umständen, weil man kann die Schweine auch boxen. Man muss nur aufpassen, dass wir das nicht als Liebesspiel irgendwie fehlinterpretieren. Die Sonne neigt sich gen Horizont. Dann neige ich mich mal gen Heimat. Sprich, heimgehen. Besser ist das. Dann hat er sich das wieder irgendwie nicht so mit... Wenn ich jetzt meine Heimat finde. Wahrscheinlich ist sie da drüben irgendwo. Au! Ich sollte aufhören, mich umzubringen. Yeah, Schweineboxen! Ah.
alles für den Dackel. Ach, nee, wir haben ja keinen. So, jetzt rennen wir den Berg wieder hoch. Ey. Huhn. Tschüss, Huhn. So, und hier ist der Wasserfall. So, und wieder die Frage, was spawnte zuerst, das Huhn oder das Ei? Diese Sache können wir auch ganz einfach mal lösen. Ach, der hat es auf die 1 gelegt. So, Schwimmheim. Das hat doch alles keinen Wert. Wenn er denn so frei ist zu schwimmen. Wenn er mal bitte... Jeppa, okay. 31. Ah, da hätte es jetzt einen mehr noch geben können. Schwein? Schwein? Da ist ein Schwein, da ist ein Schwein. Das prügel ich jetzt, das ist mein Prügelschwein. Prügelschwein, Prügelschwein. Das klappt ja. So, jetzt Prügelschwein, 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 Prügelschwein. Stirbst du auch mal? Danke. So. Hoppla, Entschuldigung. Passiert. Wenn es so quer im Halse steckt. Boah. Das ist ganz ohne Sprungkraft. Lustig. Dann können wir nämlich 32 Mal Fleisch durchbrutzeln. Ja, das ist nämlich hier da lecker, der Brutzler, ne? So, wir machen uns ein Steinschwert. Das sieht dann zumindest schon mal nach Schwert aus. Das ist doch mal was. Und ein Bett haben wir jetzt immer noch nicht zur Verfügung. Sollten wir erst einmal, bevor ich so Scherze wage, ein bisschen was in den Magen rammen. So, und ein bisschen was Ersatz für den Magen ist auch nicht gänzlich falsch. Upsa, dann rennt er nämlich auch wieder und dann können wir auch wieder nach Spinnen suchen. Und wieder alles andere finden außer Spinnen. Schweine. Da hinten fliegt eine Insel, da fliegt er, überall fliegen hier Inseln. Hab ich mal erwähnt, dass ich sowas äußerst hässlich finde? Ich nenne sie surreale Flieginseln und mit surrealen Flieginseln habe ich so mein Problem. Genauso wie mit dir, Kumpel. Hast das Gefühl, mein Holzknüppel hatte mehr Power als dieses Steinschwert. Enderman. Skelett. Heimat. Heimat ist gut. Ich kann mich jetzt ganz oben auf den Berg stellen, wo ich alles im Blick habe. Und wo alle Feinde zu mir nach oben klettern müssen, während ich auf sie hinabspucken kann. Und hoffen, dass ich irgendwann mal irgendwie irgendwo Spinnen erblicke. Es ist eine tolle Idee, die Endermen da unten anzugucken. Das mögen die. Die freuen sich jetzt schon darauf, mich hier von diesem Berg zu stoßen. Was sie übrigens nur einmal tun müssen. Und ich kann dann sehen, wie ich mitten in der Nacht von meinem Spawnpunkt aus einmal um den Berg gelaufen komme. Spinne. Spinner. Zweimal Spinne. Spinne. Und Spinne. Haha. Feige, dreckig und gemein. Das kann ja nur der Rhythmiker sein. Oh. Wer spawnte zuerst? Huhn oder Ei? Böses Huhn. So, 6 ist gerade mal die Hälfte von dem, was wir benötigen. Aber immerhin schon mal. Noch ein paar Spinnies und dann können wir auf die Schafe pfeifen. Fände ich das beruhigend. Vielleicht ist das dann hier dann, ja, tatsächlich. Ich muss mir das abgewöhnen. Ich habe festgestellt, ich liebe dieses Wort tatsächlich. Und irgendwie gefühlte alle 5 Minuten ist in meinem Satz das Wort tatsächlich drin. Ich muss mir das mal abgewöhnen.
Das ist ja... Wenn einem das schon selbst auffällt, was soll denn der andere zu sagen? Ja. Das ist genauso wie letzten Endes. Was dann tatsächlich letzten Endes etwas nervig ist irgendwann. Jetzt sage ich gar nichts mehr. So, was habt ihr jetzt davon? Ich stelle mich jetzt hin und schweige mich selbst an. Soll ich da unten spinnen? Da unten helfen mir Spinnen herzlich wenig. Ich war kurz erschrocken. Ich will mir Spinnen wünschen. Gut, dann tue ich es auch. Ich wünsche mir Spinnen. Und zwar ganz viele, und zwar jetzt. Na, also, da ist da zumindest mal eine. Die gibt es leider nur im Doppelpack mit Creeper. Das finde ich ein bisschen problematisch. Gut. Der Creeper hat das Problem selbst gelöst. Gut. Kann man machen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber bitte. Ich meine, warum nicht? Ne? Nein. Du kommst schön gelaufen, Freund. So war das nicht gedacht. Ja, schon eher. So mögen wir das. Alter. Wir haben keine Rüstung. Das tut ein bisschen weh, was der da macht. Ba, bam, pam, pa, da, dam. Skelett. Skelett. Aua. Ja, das tut auch weh. Das macht's jetzt nur auch nicht besser, ne? Spinni? Acht. Acht Spinnen, Fäden reichen nicht für ein Bett. Das reicht vielleicht für einen Schlafsack. Also es würde für einen Schlafsack reichen, wenn man bei Minecraft Schlafsäcke craften könnte. Da man das nicht kann, hilft uns dieser Schlafsack leider auch wieder nicht. Hilft uns hier alles nicht irgendwie. Egal was wir machen, es hilft alles nichts. Auch dieses Auf- und Abgelaufen hilft nichts. Ich brauche Spinnen. Hallo. Oder ein Schaf. Nein, von Zombie-Armeen war nicht die Rede. Auch nicht von Pfeil im Arsch. Reisegruppe. Folgen Sie mir. Bitte folgen, bitte folgen. Reiseklub. Reiseklubbe, bitte folgen. Ist die Reise beendet. Tschüss. Oh, Karöttchen. Das ist äußerst liebenswert. Sehr liebensgewürzig, Herr Zombie. Die werden wir uns irgendwann demnächst mal einpflanzen und werden ihr einen Namen geben und dann ziehen wir sie groß und lassen sie unser Erbe antreten. Die Erbkarotte. Warum renne ich jetzt gerade auf dieses Skelett zu? Ja, schon so ein bisschen masochistisch drauf, oder? Na, jetzt habe ich es aber. Nein, möchte ich nicht. Du kommst jetzt hier nicht um Berge gescheißert, oder? Die Pfötchen! Wo ist er hin? Warum geht er denn jetzt? Da reichst du ihm freundlich die Hand, willst ihm rüberhelfen? Rennt er fort. Ah! Cool, der kann aus dem Rücken schießen. Das ist aber auch ein ganz großer Spezialist. Ich kann dir auch in den Rücken treten. Gepfötchen. Gepfötchen. Oh, Knochen. Kuckuck. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Doch Freitod, oder wie? Ach, ich habe gar nichts mehr zu essen einstecken. Ist ja auch gut.
So, Mahlzeit. Er steht jetzt immer noch da unten, Spollier. Es ist wieder eine Nacht vorbei. Wir haben immer noch kein Bit. Ich kann so irgendwie nicht ganz arbeiten. Also ich versuch's, aber es klappt halt nicht so ganz mit dem so mitarbeiten. Dieser Raum ist immer noch hübsch. Wir können auf jeden Fall mal hier 8 Sand durchbrutzeln. Im Brutzler. Alles super.